So, und damit ist willkommen zurück zum nächsten OPL-Spieltag der Season 2. Heute, beziehungsweise morgen, werden wir den Kampf gegen Cole Crow sehen und sein Team, die Smoke Out Knox. Alter, was ist das für ein komischer Name? Wir gucken einfach mal sein Team an. Ne? Die Smoke Knockout. So, oh mein Gott. Und was wir halt in seinem Team sehen, ist ein Seigert 50%, ein Capotoro, ein Raikou, ein Megastolos, ein Cresselia, ein Vishu, ein Hytera, ein Fuegro, Aquana, Togetic und Drefzeppeli. Und sein Z-User ist sein Seigert. Was wir haben, ist ein Riesenproblem. Denn wir haben keine wirklich großen Antworten gegen sein Team selbst, weil wir halt auch kein Klebenetz-User haben. Das heißt, Vishu ist ein Dorn im Auge. Capotoro mit einem Wahlschalt ist ein Dorn im Auge. Was habe ich mir dabei eingedacht? Was habe ich mir dabei ausgedacht? Eigentlich nur ein paar verzweifelte Moves. Und zwar diese hier. Wir haben mit dabei zum ersten Mal Center Shock aka Totonator mit der Japabeere Shell Armor, dem komplett physisch-defensiven Wesen, Fireblast, Will-O-Wisp, Fire Spin und der Toxic. Toxic für alle anderen Pokémon, die halt kein Stahl-Pokémon sind. Willow oder halt physisch angreifen. Will-O-Wisp für die physischen Angreifer und die, die halt nicht getoxic werden können. Fire Spin zum Trappen und Fireblast für den Angriff. Wir können damit zwar gegen Seigert nicht wirklich viel anrichten, aber mit dem Will-O-Wisp können wir immer noch dieses verdammte Seigert ein bisschen, ja, wir können es ein bisschen einschränken in seiner Aktivität. Das ist das, was ich auch erreichen will. Kommen wir nun zum nächsten Pokémon und das ist nämlich Victini. Und zwar mit dem hastigen oder hasty Wesen. Choice Band, we create Bolt Strike. Glaciate eben für Seigert, macht halt einen Two-Hit und dem U-Turn. Wichtig hier zu wissen, U-Turn macht auf einem Cresselia, was halt wirklich so dieses standard-defensive Set ist, ne, mit der Spezialverteidigung, maximal 40%. Das ist ganz gut. Es wird auf jeden Fall reichen, um mit dem V-Create im Nachhinein ihn killen zu können. Und unser Check gegen Cresselia ist dieses Pokémon hier, nämlich Klefki. Klefki mit dem Heilblock, Switcheroo, um den Toxic Orb rüber zu senden. Thunderwave für ein Mienschau, wenn das mal denkt, sich so, ja geil, ich hab einen Choice Scarf. Thunderwave, bupp, weg. Dann kannst du nämlich mal. Und Capotoro ebenfalls, dasselbe Spiel. Und dann haben wir noch die Spikes mit dazu. Denn wenn wir die Dreifachlagen Spikes haben, kann der V-Create nämlich schon direkt ausreichen, um keine 50% Chance zumindest bei einem bei zwei Lagen gegen einen Mega Aggron zu haben, was halt speziell defensiv ist, ne? Diese speziell defensive könnte halt eher sein, weil er halt speziell defensiv schlechter aufgestellt ist als in der physischen. Da müssen wir mal gucken, ne? Aber ansonsten sollte das halt trotzdem guten Schaden machen. Eben mit dem Choice Band, ne, macht es auf jeden Fall, glaube ich, immer noch eine 68% Chance, wenn ich jetzt richtig liege. Sagen wir mal Aggron defensiv statt speziell, machen wir es mal offensiv, defensiv, normal defensiv mit Impish. Ne? Level 50 natürlich. Dann haben wir immer noch, ja okay, gut, das ist dann immer noch ein garantierter Free-Hit, Two-Hit. Da ändert sich dann leider nichts. Das müssen wir dann halt mitten im Kampf sehen. Das ist halt das Problem. Und Earthquake kann uns aber nicht rausnehmen. Das ist wenigstens schon mal gut. wie gesagt, Defi ist halt, beziehungsweise unser Klefki, ist halt der Counter gegen sein Cresselia. Wir wollen es halt toxinisieren. Da kann er substituten, wie er will. Healblock. Weiß ich nicht, ob er durch den Substitute durchgeht. Das ist so die eine Sache, aber es ist halt so geplant. Healblock, Switcheroo, ne, er wird getoxikt, er kann sich nicht gegenheilen. Das heißt, das Toxin tickt immer weiter runter und er ist halt quasi entweder gezwungen auszuwechseln. Worauf ich dann halt nur gucken muss, in was wechselt er denn jetzt rein? Will er jetzt eventuell in Fuego reingehen? Weil wenn er in Fuego reingeht, können wir
in Crocodile reingehen, denn Crocodile hat nämlich die Leftovers und das Intimidate. Das heißt eigentlich, dass er als erstes höchstwahrscheinlich auswechselt, weil wir, glaube ich, langsamer sind als Cresselia. Ja, müsste eigentlich hinhauen. Wird der Intimidate von uns als erstes geproppt, beziehungsweise als zweites geproppt. Als erstes kommt Fuego, dann wechseln wir aus und dann kommt Crocodile rein und dann können wir halt mit dem Erdbeben ihn halt gut unter Druck setzen. Wir sind physisch defensiv, das heißt, er kann uns eigentlich nicht wirklich viel anrichten. Das heißt, er muss eigentlich auswechseln. Und das können wir halt nutzen mit dem Knockoff. Kommen wir nun zum nächsten Pokémon. Unseren Set-User wieder mal, Elevoltech mit der Wild Charge. Earthquake Power-Up Punch, um halt uns den Boost im Angriff zu gönnen. Wenn wir Glück haben und er Raikou mit dabei hat, dann haben wir auf jeden Fall ein gutes Spiel, weil wir können in Raikou immer safe teilweise reinkommen, es sei denn, es macht einen anderen Move, außer den Elektro-Move, wobei ich jetzt hier nicht sehen sollte, wo er den Elektro-Move reinsetzen sollte, deswegen ist das halt wieder so ein... Ne, wir wissen es. Warum sollte er den machen? Set Wild Charge drückt überall guten Damage. Earthquake ist halt auch als Counter oder Kontermöglichkeit halt für sein Aggron gedacht. Es ist nicht der beste Move, aber es geht auch nicht besser. Power Up Punch, wie gesagt, halt um auch den plus 1 Angriffsboost zu bekommen und den Ice Punch halt eben für Seigard, weil wenn wir nämlich auf plus 1 sind, durch den Motor Drive zum Beispiel, sind wir schon mal schneller. Sind wir auch sowieso von der Natur aus. Und können dann mit plus 1 Ice Punch das Ding definitiv rausnehmen. Es sei denn, er hat halt statt den Z-Kristall die Anti-Eisbeere. Was natürlich möglich wäre. Zu Elvin brauche ich nichts mehr sagen. Na, Glaceate macht halt ein Tool auf Seigard. Bolt Strike müsste eigentlich mit dem Choice Band auch mit den Spikes reichen, um halt Aquana rauszunehmen. Hytera überlebt das auch nicht gerade wirklich gut. Ne, mit einem V-Create. Und zu guter Letzt haben wir noch unser Makarov, unser Alakazam mit dem Choice Guard, Magic Guard. Das heißt, Hazards reichen, gehen gegen mich sowieso nicht gut auf. Psyshock, Shadow Ball, Ice, Hidden Power Ice und der Trick, um halt Pokémon wie seine defensiven Pokémon zum Beispiel halt zu trappen mit dem Choice Guard. Naja, das wird nicht mehr wirklich viel machen können. Wir hätten hier auch auf den Choice Specs gehen können. Das wollte ich aber nicht riskieren, weil ich habe keinen Bock auf Vishu, dass es schneller ist als ich. Ne? Deswegen, Psyshock sollte ausreichen, um halt dieses Vishu zu töten. Hidden Power Ice ist halt im Notfall für eine Seigard, wenn er da einen besseren Switch-In hat, zum Beispiel. Tut mir halt, ich bin ein bisschen erkältet noch. Und halt Shadow Ball, um halt Coverage zu haben im Notfall. Das wäre mein Team. Ich hoffe, das geht ungefähr so auf. Wir können es halt nur hoffen und beten. ja, wir haben halt echt ein Riesenproblem und meine Prediction leider gegen sein Team ist auch ziemlich simpel, denn ich sehe es nämlich schon, wo habe ich es denn hier aufgeschrieben? Hier. Genau. Ich predicte leider komischerweise ein sehr, sehr defensives Team von ihm, nämlich mit Mega Aggron, Hytera, Cresselia, Seigard und mindestens Mienchow. Und dann hat er halt immer noch einen Slot übrig, damit wir uns an seinem Team zum Beispiel die Zähne ausbessern, zum Beispiel Aquana für weiteren Support oder halt Capotoro. Capotoro ist halt auch sehr stark gegen uns, deswegen könnte es halt sein, dass auch Capotoro mit dabei ist. Ne, einfach auch um den Boden-Stab zu verringern gegen Mega Aggron noch einmal, obwohl es mit dem Filter sowieso schon stark genug ist. Oder halt auch gegen Fuego. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und mit meinem Crocodile habe ich natürlich keine gute Option gegen sein Capotoro. Und ja, das wird halt ein klitzekleines Problem werden, aber ich glaube, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Für den Notfall haben wir auch noch den Raw mit dabei und den Protect, um uns halt gegen zu heilen. Dass, wenn er mal vielleicht denkt, oh, jetzt macht er vielleicht den Protect, dass wir auf einmal den Raw machen und seine ganzen Stats, zum Beispiel jetzt bei Seiger, weil er sich aufsetzen will, sind weg. Das ist so mein Plan, Hintergedanke eventuell. Gut. Ich würde sagen, das war's erst einmal. Wir sehen uns im Kampf
morgen, der wird um 16 Uhr online kommen, hoffe ich. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mit Grafik und so ein Zeug alles schaffe, denn ihr seht das ja heute am Dienstag und heute habe ich eigentlich nicht so wirklich Zeit dafür, denn Geburtstag. Ja, ich werde 23, beziehungsweise sobald ihr dieses Video gesehen habt, bin ich 23 geworden. Genau an dem Tag. Ist halt scheiße. Ihr braucht jetzt aber auch nicht unbedingt die Kommentarbox dadurch wegzuspammen. Ne? Also. Scheiße. Entschuldigung. Ne, ich wollte halt nur mal erwähnt haben, ne? Der Kampf ist halt heute Abend für mich. Ich nehme das jetzt gerade am Montag auf. Ziemlich spät, deswegen weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe, so mit den Grafiken alles reinzukriegen. Ich gebe mein Bestes, ich versuche es zumindest. Und ja, ich würde sagen, ich bin erst einmal raus. Wir sehen uns dann im Kampf morgen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht wegwehen von den stürmischen Böen und bis dahin, bye bye.